Heute Pontinische Inseln, unverfälschtes Italien, traumhaft schöne Buchten und viel Prominenz. Man könnte fast meinen, dass Italien die Pontinischen Inseln vor dem Rest der Welt verstecken möchte. Dabei lässt sich hier tatsächlich noch ein Stück unverfälschtes Italien entdecken. Harte, aber freudvolle Bauernarbeit neben italienischem Dolce Vita. Voll herrlicher Genüsse und unvergesslicher Erlebnisse abseits jeglichen Rummels. Selbst die Yachten der europäischen High Society schaukeln rund um Ponza ganz ungestört im glasklaren Wasser. Vor und in den Hügeln des Hinterlands geht es ursprünglich gemütlich, ja romantisch zu. Auch an der Küste keine Spur von Massentourismus. In den malerischen kleinen Buchten wäre auch gar kein Platz für große Hotelbauten. Die Pontinischen Inseln liegen im Tyrrhenischen Meer zwischen Rom und Neapel. Neben der Hauptinsel Ponza gehören Palmerola, Ventotene, Zanone, Santo Stefano und Gavi zur Inselgruppe. Zu erreichen sind sie vom Fährhafen Formia aus, 90 Kilometer nördlich von Neapel, dem Tor zu den Pontinischen Inseln. Am Fuß des Vesuv breitet sich die süditalienische Metropole in einer ausladenden Bucht aus. Nach Jahren der Negativschlagzeilen über die Verbrechen der Mafia und über Straßen voller Müll ist Neapel wieder zur Ruhe gekommen. Fein herausgeputzt zeigt sich die Piazza del Gesù mit der Jesuitenkirche Gesù Nuovo und ihrer ungewöhnlichen Diamantenquaderfassade. Im Inneren verzaubert der Prunk vergangener Tage. Wie viele der prächtigen Kirchen liegt sie mitten in der Altstadt von Neapel, dem Centro Storico. Und damit ist man auch schon mitten im Herzen der Stadt. Noch vor einigen Jahren traute sich kaum jemand in das enge und dunkle Viertel. Zu groß war die Angst, beraubt zu werden. Nach anfänglichen Restaurierungsarbeiten ist das anders geworden. Heute fühlen sich hier auch Touristen wohl, zumal die Stadt viele der gängigen Italien-Klischees bedient. Madonnenstatuen weisen den Weg in die Via San Gregorio Armeno. Hier gibt es das ganze Jahr über alles für Seelenheil, Hausaltar und Weihnachtskrippe inbegriffen.